Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid, denn ich zeige euch heute einen richtig schönen Sommerlook, der wirklich auch toll zu dieser Jahreszeit passt. Der ist richtig schön bronzy und macht eine tolle Glasskin-Haut, sodass ihr einfach den Superglow für den Sommer habt. Wenn ihr da also Interesse dran habt, dann bleibt gerne dran. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal auch abonnieren würdet. Das geht ganz einfach. Ihr klickt einfach den Button Abonnieren, dann klickt ihr das Glöckchen und schon verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ich lade einmal in der Woche ein Video hoch, immer sonntags um 18 Uhr. Und jetzt starten wir mit dem Video. Ich habe für mich einen Look entdeckt, der einfach perfekt in diese Jahreszeit passt. Der ist nämlich super einfach geschminkt. Und der ist richtig schön bronzy und glowy. Und immer wenn ich diesen Look trage, werde ich gefragt, egal von wem, was ich denn da auf der Haut habe, was ich gemacht habe. Und viele sagen auch, das würde sehr aufwendig aussehen. Dabei ist es eigentlich total easy peasy geschminkt. Und ich dachte, diesen Look werde ich euch heute nicht vorenthalten. Ich starte mit den Augen, für den Fall, dass es irgendwie Fallout gibt oder dass man hier an den Augenrändern ein bisschen was korrigieren muss. Und eigentlich ist das Ganze ganz einfach, ihr braucht gar nicht viele Produkte. Für den Augenlook starte ich jetzt mit einem Highlighter. Da benutze ich aktuell einen von Rival de Loop. Der ist aus dieser Stunning Power Limited Edition gewesen. Der schaut so aus. Vielleicht könnt ihr euch auch noch daran erinnern, als ich den benutzt habe. Das ist ein echt schöner Highlighter. Und den gebe ich einfach hier vorne im vorderen Drittel meines beweglichen Lids mit dem Finger auf. Ich werde nichts abkleben. Ich werde keinen Pinsel dazu benutzen. Einfach mit dem Finger ein bisschen aufgetupft. Fertig. Das nächste Produkt, was ich jetzt auftragen werde, das ist ein Glow Bronzer. Ich habe hier einen auch aus einer Limited Edition, die war von Reva Loves Me. Das ist aus der Eternal Sun Limited Edition, dieser Baked Bronzer. Der schaut so aus und könnt ihr auch hier von innen sehen. Also das ist so ein gefleckter Bronzer, der aber wirklich viel Schimmer drin hat. Ihr könnt natürlich jeden anderen Schimmerbronzer nehmen, den ihr zur Hand habt. Ihr könnt zum Beispiel auch diesen hier nehmen von Make-Up Coach. Auch den könnt ihr da benutzen. Der hat auch richtig schönen Schimmer drin. Sollte auf jeden Fall ein Schimmerprodukt sein, denn ich finde, das macht jetzt auf dem Auge nochmal richtig schön was her. Auch hier gehe ich wieder mit dem Finger in dieses Produkt rein und trage das mit dem Finger auf und blende das ganz leicht nach außen. Wer möchte, kann jetzt die Ränder hier mit einem fluffigen Pinsel so ein bisschen ausblenden, wie ihr das möchtet. Ihr könnt es aber auch, wie gesagt, komplett mit den Fingern richtig schön ausblenden und dann einfach mit einem Tuch hier unten das überschüssige Produkt abnehmen. Als nächstes nehmt ihr jetzt einen schönen Kajalstift, der eine schöne, warme, sommerliche Farbe hat. Da könnt ihr was Braunes benutzen oder auch was mit Schimmer drin. Ich habe hier einen von Make-Up Coach, das ist dieser hier, der hat so einen braun-grünen Schimmer, das sieht eigentlich ganz schön aus. Ihr könnt aber auch, wie gesagt, einen grünen Liner nehmen. Alles, was so ein bisschen sommerlich und erdige Farben hat. Ich nehme hier, wie gesagt, den von Make-Up Coach. Das ist, wie gesagt, ein schönes Goldbraun. Und den werde ich mir so ganz nah am Wimpernkranz auftragen. Maximal ein Drittel. Und dann ziehe ich den ganz leicht nach hinten raus. Der wird dann auch wieder verblendet mit so einem feinen Pinsel hier. Das heißt, man muss hier auch nicht präzise arbeiten. Denn das wird, wie gesagt, ausgeblendet und kleine Patzer sind dann gleich mal ausgebügelt. Das war es jetzt auch schon mit dem Augenlook. Ihr habt gesehen, nicht präzise gearbeitet, geht ruckizucki. Als nächstes gehe ich jetzt ans Gesicht. Da benutze ich als erstes, um meine Augenschatten abzudecken, einen Color Corrector. Da benutze ich dann einen von Rival de Loop. Der ist aus der Lots of Love Limited Edition gewesen im letzten Jahr. Der kommt also hier in so einem Töpfchen. Das ist ein Cremeprodukt. Und von innen schaut das Produkt so aus. Ist also leicht rosé, wie ihr sehen könnt. Und das gleicht einfach die Augenschatten so ein bisschen aus. Das Schöne an dem Produkt ist einfach, dass es sehr dünn auf der Haut sitzt. Das heißt, ihr könnt wirklich nur eine leichte Schicht auftragen und habt wirklich dann auch die Augenschatten ausgeglichen. Und das Ganze wird nicht so schmierig, sondern das hat eher eine festere Konsistenz, sodass das auch bei heißen Temperaturen nicht davon schmilzt. Ich
glaube, ihr könnt den Unterschied jetzt ganz gut sehen. Hier ist wirklich nur ein ganz dünnes Produkt aufgetragen, aber die Augenschatten sind ausgeglichen. Diese Color Corrector findet ihr von sämtlichen Marken. Die kriegt ihr auch von Rival de Loop, von Altera etc. Also die haben wirklich ganz viele Make-up-Labels im Programm. Als nächstes geht es jetzt an die Base. Da gebe ich mir eine Puder Foundation auf. Ihr wisst, ich liebe Puder Foundations, gerade auch im Sommer. Denn das bildet einfach immer eine dünne Schicht, sieht immer sehr leicht aus und vor allen Dingen es rutscht halt eben nicht in die Fältchen. Gerade auch bei heißen Temperaturen. Ich habe da für mich gerade eine richtig tolle Puder Foundation entdeckt. Die war aus einer Limited Edition von Rival de Loop. Das ist die Stunning Power Miracle Powder Foundation. Die schaut so aus, die gab es leider nur in einer Farbe und die ist sehr, sehr dunkel. Ich habe allerdings die Hoffnung, dass sie ins Standard-Sortiment übernommen wird. Hier könnt ihr also auch nochmal die Farbe sehen. Das ist aktuell mein Farbton für den Sommer. Das ist ein sehr medium Farbton, also so light to medium bis medium Hautton mit einem warmen Unterton. Da könnt ihr das auf jeden Fall nutzen. Seid ihr heller oder deutlich dunkler, wird das Produkt nicht funktionieren. Aber wie gesagt, ich habe das für mich gerade sehr entdeckt. Ihr könnt natürlich aber auch jede andere Puder Foundation nehmen. Es gibt eine gute von Manhattan, die ich auch oft nutze. Oder auch meine geliebte Puder Foundation von Elizabeth Arden. Auch die ist richtig toll. Nutzt einfach, was da gut für euch funktioniert. Und wie gesagt, ich gebe das Produkt jetzt hier einmal für mich im Gesicht auf. Die Foundation hat sich super schnell einarbeiten lassen, deswegen mag ich sie auch sehr, sehr gerne, weil es einfach so schnell geht mit ihr. Und ihr habt gesehen, also das passt sich wirklich auch bei mir ganz gut an. Vor allen Dingen meine Schultern, wie ihr sehen könnt, die sind ja auch sehr gebräunt, deswegen passt das Ganze jetzt ganz gut. Ich muss allerdings immer gut den Hals runterblenden, denn mein Hals ist immer weiß. Egal, was ich mache, der ist immer weiß, während mein Gesicht und mein Körper eben eine andere Farbe haben. Als nächstes gibt es jetzt Bronzer. Da benutze ich von Essence den Blush Crush in der Farbe Caramel Latte. Das ist dieser hier. Und ich glaube, ihr könnt euch vielleicht auch noch erinnern, ich habe euch den Anfang des Jahres vorgestellt und habe euch noch gesagt, der ist mir aktuell zu dunkel, aber im Sommer könnte er passen. Und er passt mir jetzt im Sommer richtig gut. Das ist nämlich eine sehr, sehr schöne Sommerfarbe bei mir und der passt auch bei einer gebräunten Haut einfach richtig gut. Von diesen Blush Crushes hier gibt es verschiedene Farben, die gibt es also auch als Blush, aber auch verschiedene Brauntöne, die ihr eben als Bronzer nutzen könnt. Ist eine Empfehlung von mir, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, kostet nicht viel und vor allen Dingen hat es eine wirklich schöne Konsistenz auf der Haut. Auch der Blush Crush hier ging super schnell über die Haut und hat eben jetzt auch eine schöne Wärme in meinem Gesicht erzeugt. Bei diesem Bronzy Look verzichte ich ganz gerne auf einen Blush, denn ich finde, der macht das Ganze sehr oft unnatürlich. Der sticht dann hier auf den Wangen nochmal raus und ich finde, das sieht jetzt gerade sehr, sehr natürlich aus. Ich gehe jetzt lieber hier nochmal mit diesem Baked Bronzer aus der Eternal Sun Limited Edition, hier mit diesem Glow Bronzer, einfach nochmal ganz leicht drüber, um dem Ganzen noch einen Hauch von dunklem Glow zu verleihen. Also das ist ja kein richtiger Highlighter für mich, sondern wirklich nur ein Bronzer-Topper. Und das möchte ich ganz gerne jetzt nochmal über die Wangen drüber geben. Davon braucht es auch gar nicht viel, wirklich nur mit einem Hauch bin ich jetzt drüber gegangen, einfach um so eine ganz leichte Bewegung mitzubekommen. Und vor allen Dingen, das hat den Bronzer jetzt doch nochmal auch so ein bisschen farblich intensiviert. Vor allen Dingen finde ich es eben schön, wenn die Farben, die auf dem Auge aufgetragen sind, auch hier jetzt sich in dem Bronzer widerspiegeln. Und deswegen finde ich das ganz schön, hier dann auch nochmal das gleiche Produkt zu benutzen. Der Blush bleibt, wie gesagt, weg. Deswegen mache ich jetzt auch direkt weiter mit Highlighter. Auch hier benutze ich den gleichen Highlighter, den ich auf den Augen verwendet habe, nämlich den Highlighter aus der Stunning Power Limited Edition. Das war ja, wie gesagt, dieser hier, den habe ich auf den Augen aufgegeben. Und den gebe ich jetzt nochmal wirklich on top auf die höchsten Stellen in meinem Gesicht, aber wirklich nur ganz, ganz vorsichtig.
Jetzt gebe ich mir noch schnell was auf die Augenbrauen. Da benutze ich von Rival Loves Me die Brow Mascara hier. Die möchte ich gerne auftragen, um einfach den Härchen so ein bisschen Struktur und auch Farbe zurückzugeben. Als nächstes gibt es jetzt Mascara auf die Wimpern. Da benutze ich auch ein Duo, was ganz gut bei mir funktioniert. Da habe ich für mich kürzlich entdeckt die Mighty Volume Black Mascara von Rival Loves Me. Das ist diese hier. Und dann habe ich noch entdeckt kürzlich die Miss Curvy Mascara. Das ist auch eine von Rival Loves Me und die schaut so aus. Und mit diesen beiden kann ich ein ganz gutes Ergebnis aus meinen Wimpern herausholen. Schaut auf jeden Fall, dass ihr eine Mascara benutzt, die richtig gut für euch funktioniert. Jetzt kommen wir auch schon zu den Lippen und da benutze ich einen Lip Liner von BH Cosmetics. Das ist der Download Lip Liner in der Farbe Bass. Das ist also ein richtig schönes, dunkles Braun, richtig schön warm. Und dann werde ich darüber einen Jelly Bronzer geben. Ihr könnt natürlich jetzt einen Lipgloss oder auch einen Lippenstift aufgeben, wie ihr möchtet. Ich benutze da einen Jelly Bronzer, den ich auch in einer Limited Edition für mich entdeckt habe. Auch aus dieser Stunning Power Limited Edition von Rival de Loop. Dann ist es nämlich dieser hier und wie ihr sehen könnt, hat der so eine gelartige Formulierung, aber auch Schimmerpartikel mit enthalten und der auf den Lippen, der macht schon mal ein richtig schönes Ergebnis. Der Lip Liner hat sich jetzt super schön hier mit dem Jelly Bronzer verbunden und ich finde die Kombination daraus einfach sehr, sehr schön. Den Jelly Bronzer hier könnt ihr auch mit verschiedenen anderen Lip Linern, heller oder dunkler, mehr bräunlich, mehr rötlich etc. kombinieren. Das finde ich halt einfach auch eine schöne Angelegenheit. Gefällt mir auf jeden Fall gut die Kombi, denn das ist so richtig schön was für den Sommer. So ihr Lieben, und das ist jetzt mein fertiger Look für heute. Ihr habt gesehen, der war zeitlich sehr, sehr schnell geschminkt. Das liegt einfach daran, dass ich Produkte benutzt habe, die sehr gut über die Haut gehen, die nicht lange eingearbeitet werden müssen. Und vor allen Dingen habe ich um einiges weniger Produkte benutzt als sonst oft in meinen Looks. Dann habe ich auch hier nicht präzise gearbeitet, gerade auch an den Augen, was dann einfach auch eine deutliche Zeitersparnis mit sich bringt. Den Look hier wollte ich euch, wie gesagt, nicht vorenthalten, denn ich habe ganz, ganz viele Komplimente dafür bekommen und ich hoffe, der gefällt euch genauso gut wie mir und all meinen Freundinnen und Kollegen. Wenn ihr Bock habt, schminkt den Look gerne nach. Ich bin gespannt. Schreibt mir gerne dann auch in die Kommentare, wie er euch tatsächlich dann auch von der Hand gegangen ist, wie er euch gefallen hat und ob ihr damit genauso gut klargekommen seid wie ich. Und wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, denn dann verpasst ihr nie mehr ein Video von mir. Ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.